Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei unserem Live-Let's Play zu We Were Here. Ich begrüße herzlich den ratlosen Saul auf der Gegenseite des Raumes wahrscheinlich. Hallo. Ja, ich bin ratlos. Immer noch, ja, genauso ratlos wie in der letzten Folge. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe gerade eine Mappe gefunden, auf Englisch Map. Ich glaube, man nennt es auch Karte. Ich glaube, es ist eine Karte des Schlosses oder der Bibliothek, aber auf jeden Fall weiß man... Okay, es könnte auch nur eine Karte des Areales sein, wo ich bin, aber es ist auch ein Norden, Westen, Süden und Osten eingezeichnet. Das heißt, man könnte schon mal vermuten, dass was mit den Hinweisen aus der letzten Folge zu tun hat, wo man hinlaufen muss. Dann liegt hier noch eine... Oh, es ist eine Filmrolle. Es gibt's doch gar nicht, was bei dir alles abgeht und ich kann hier gar nichts machen. Okay. Da steht drauf, World's Greatest Chess Moves. Okay. Also die weltbesten Schachmoves. Ich versuche sie mal einfach in den Filmprojektor einzulegen und mal gucken, was dabei rauskommt. Oh Gott, wie mache ich denn jetzt den Projektor an? Also ich habe scheinbar die Filmrolle eingesetzt. Ich kann jetzt nichts mehr mit dem Projektor machen. Warum nicht? Man hat auch kein Inventar, glaube ich, oder? Nee, ich fühle mich zwar die ganze Zeit wie bei Raft, aber hier ist kein Inventar. Okay, vielleicht bin ich gerade zu doof. Ich halte mich eigentlich für sehr, sehr schlau. Ja, bist du. Also, das Problem ist, bei mir läuft hier gerade nichts auf dem Stream. Ich bin sehr froh, dass wir zwei Aufnahmen haben. Weil bei mir, ich laufe hier einfach sinnlos durch die Gänge und verbrauche Kalorien. Gut, ja, dass ich mir hier keine Eier pflücken muss. Lass mal ein paar Eier pflücken. Ja, also ich kann dir nur sagen, es muss was mit den Schaltern hier bei mir zu tun haben. Der Rest muss bei dir zu erledigen sein, es sei denn, ich bin blöd. Aber ich laufe hier echt durch den ganzen Raum und hier ist sonst nichts. Ich habe nur die Schalter. Okay, also die Schalter in der Wand, meinst du jetzt? Genau, ich habe nur so Steine, die leuchten können, wenn man die als Schalter bezeichnen will. Okay. Ich gucke mich aber um, ne? Also falls hier noch was ist, ich melde mich. Aber ich hab ein Null. Null Sachen hier. Nix, niente, okay. Nothing. Also ich habe jetzt scheinbar vier Bücher mit Laufanleitungen. Und ich habe eine Karte, wo halt Norden, Süden und Osten und Westen eingezeichnet ist. Scheinbar von diesem Raum, wo ich bin. Alle Türen sind verschlossen. Ich habe Rohre hier verlaufen. Oh, hier liegt noch ein Buch. Es ist sehr dunkel. Einen Moment, ich drehe das so, dass man das irgendwie lesen kann. Okay, es ist scheinbar wieder eine Laufanleitung. Ich lege die Laufanleitung erstmal zur Seite, weil ich möchte mich erstmal so umgucken, ob man eventuell auch so irgendwie weiterkommt. Aber das scheint irgendwie fast nicht der Fall zu sein. Was ist denn mit der Filmrolle und den Schachsachen und so? Ich kann den Filmprojektor, also ich habe die Filmrolle jetzt in dem Projekt eingesetzt, aber ich kann den Projektor nicht einschalten. Ich kann nichts mehr damit machen. Vielleicht könnte ich irgendwie vielleicht liefere ich ja die Energy für den Projektor oder so, wenn ich das Rätsel hier lösen könnte. Vielleicht muss man einen Booster. Nee, ich trinke nur noch Fösslauer. Es klingt wie ein Bier, ne? Aber es ist ein Wasser. Und das ist das Clevere. Das ja, man denkt, man schießt sich ab, aber es ist nur Wasser. Ja. Alright. Okay, hier ist noch ein Buch. Oh Gott, Alter, wie viele Bücher gibt's denn hier? Ich glaube, es sind jetzt vier. Steht da auch was drin bei dir? Ja, es sind halt die ganze Zeit Laufanleitungen. Aber es müssten jetzt vier Bücher gewesen sein. 1, 2, 3, 4. Ja, ich glaube, es waren.
Nee, es sind 5 Bücher. 5 Bücher mit Laufanleitungen. Ah ja, ich bin zu deprimiert hier gerade. Okay. Okay, konzentrieren wir uns erstmal wieder auf die Eyes. Also die Anzahl lies between the eyes. Also ich habe... Wie soll ich das beschreiben? Es ist quasi ein Poster auf der Wand. Es ja. Ein Poster auf der Wand. Die Überschrift des Posters, also quasi über allem steht halt so eine Freimaurerpyramide. Also es ist halt so eine Pyramide mit so einem Auge in der Mitte. Okay. Und ja. Und ja, und darunter sind halt ne, einfach 2 Spalten mit jeweils gleich vielen Zeilen. Und in einer Spalte ist halt auf der linken Seite ein Auge in einer bestimmten Farbe und daneben steht halt ein Symbol. Eins von denen, die du auch gerade beschrieben hast. Aber die answer lies between the eyes. Und was ist jetzt zwischen den Augen? Also die Spalten, die linke Spalte fängt mit einem Auge an und stellt ein Symbol und die rechte Spalte ist, fängt mit einem Symbol an und rechts davon ist ein Auge. Das heißt, die Symbole sind quasi von den Augen eingeschlossen. Wenn du mir eine Reihenfolge nennen müsstest, an Symbolen, die ich drücken soll, welche würde das sein? Oder hat das was mit den Laufanleitungen zu tun? Wie viele Symbole hast du denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, okay, ich habe... Ja, ich habe 9 Zeilen. Zwischen den Symbolen sind immer 2 Steine Platz, so ungefähr. Und ich habe 3 Zeilen, ne, an Symbolen. Die sind so ein bisschen versetzt. Wenn du ein Symbol drückst, kommt da irgendwie eine Farbe? Nee, die werden dann nur hell. Die leuchten dann. Aber die leuchten nicht alle. Wenn ich ein Symbol drücke und dann das nächste drücke, dann geht das andere aus. Die gehen dann beide aus. Und das lässt mich darauf schließen, dass wenn ich eine richtige Reihenfolge hätte, würden die dauerhaft leuchten. Das ist immer so quasi wie so Fehler. Wie so eine Programmierung. Ich drücke eins, ich drücke das nächste, beide gehen aus. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich die richtige Reihenfolge drücke, dass die Weine anbleiben, bis die richtige Reihenfolge gedrückt wurde. Boah, ist das schwer zu erklären, aber du hast verstanden, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Okay, so wie eine Code, wie ein Code, den ich eingebe, wie bei einem Tresor. So, das ist das Einzige, was ich hier manipulieren kann, mir angucken kann, oder, ne, also anscheinend, herzlich willkommen zum 24-Stunden-Livestream. Wird das hier etwas länger dauern? Ich bin echt perplex gerade. Ich wünschte doch, ich könnte sehen, was bei dir los ist. Aber ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Vielleicht ist es auch so, dass ich nur ein Symbol drücke und kann dann irgendwas anderes hier im Raum machen oder so. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube fast nicht. Und auf meinem Boden ist auch nichts irgendwie speziell zu erkennen, was irgendwie interessant sein könnte, dass man hier sagt, ich muss irgendwo langlaufen oder so. Ich sehe halt nur die verschlossene Tür. Ich hab hier noch einen Schrank, eine Kiste und all sowas. Aber das kann ich alles weder öffnen noch manipulieren. Ich kann nichts machen. Okay, ich habe eine Idee. Vielleicht kann man das irgendwie linear lesen, dass quasi das linke Symbol das Anfangssymbol ist und das rechte Symbol von dem, was ich hier sehe, quasi der Link zum nächsten Symbol ist. Probieren wir es einfach mal aus. Fang mal an mit einem ja, weiß nicht, ist halt so ein A, wo quasi noch so ein T. Ja, habe ich. Ist. Okay. Habe ich gedrückt. Okay. Danach müsste so ein Strommast-T kommen. Was ist ein Strommast-T? Es sieht halt aus wie so ein großes T, nur dass halt der Balken über dem T halt so geschwungen ist. Ach, die Brüste mit dem Strich in der Mitte. Ja.
Hat funktioniert, es hat funktioniert. Okay. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Ja, steht bei mir auch. Okay, dann als nächstes. Du bist der Geilste. Ich hab's gewusst, Mann. Als nächstes müsste dann dieser Kreis mit dem dreimal durch dieser dreimal durchgestrichene Kreis kommen. Der dreimal, nicht zweimal, ne? Ja. Nee, es ist ausgegangen. Aber ich kann wieder zurück, ne? Also ich kann wieder das A, dann das geschwungene T anwählen, aber der Kreis, der dreifach durchgestrichene Kreis war nicht korrekt. Okay. Okay, dann mach mal die beiden. Habe ich? Also das A, ja. Und dann. Was könnte denn dann. Bei Grün sind. Also ich kann gerade leider kein Muster erkennen. Versuch mal den Kreis mit den zweimal durchgestrichenen Kreis. Das ist jetzt Trial and Error. Okay. Hat nicht funktioniert. Okay. Okay, dann halt wieder die ersten beiden, also das komische A und das dreimal durchgeschriebene O. Moment, und Moment. Dann, ja. Welches durchgestrichene O jetzt? Also ich hab das A mit dem T und dann die Brüste mit dem Strich, ja, genau. Und dann? Ach genau, dann kommen die Brüste mit dem Strich. T, ja, Moment. Grün. Ach ja, ich habe ja das Motto vergessen, ne? Mach heute jemand ein Kompliment einfach so. Hör mal, ich finde, jetzt mal ohne Witz, dass du richtig gut rätselst. Und du lässt mich auch gar nicht im Stich. Ich finde das hammergut. Also, die Leute hier im Stream, die sehen richtig viel gerade. Du machst es super. Und deswegen Hashtag jung bleiben. Initiative, Hashtag jung bleiben. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Agassi Gaming, Hashtag jung bleiben. Entschuldigung. Ja, ich wollte dich nicht stören. Ja, Hashtag, halt mal die Fresse. Sag ich man muss mich konzentrieren, okay. Okay, also wir haben jetzt das A und das, die Hängetitten. Tippenstrich. Ist blau. Die hängen gar nicht. Okay, und dann auf grün. Also ich. Ich hätte jetzt halt getippt, dass jetzt der dreimal durchgeschrittene Kreis kommt, aber scheinbar nicht. Der ist bei mir auf der gleichen Ebene, also wie die zwei, ne? Also das muss man auch mal sagen. Der ist bei mir ganz links. Vielleicht muss ich ja mitdenken. Also, ich habe dieses A, dann die Striche da, also mit dem Strommast, nennen wir es mal Strommast, und dann links davon käme jetzt das dreifach durchgestrichene Auge oder der Kreis. So, und die Reihe darunter habe ich das zweifach durchgestrichene Auge, das N und so ein Doppelhaken hier. So. Genau. Ah, okay. Ja, stimmt. Du hast es in Ebenen und da. In drei Reihen. Ja. Okay, also. Du hast jetzt quasi in einer Reihe die zwei Symbole, die ich gerade genannt habe, die waren in einer Reihe. Genau, die sind in einer Reihe. Und zwar habe ich mich von rechts nach links geklickt. Okay. Die Symbole selbst kannst du aber nicht ändern. Mm-mm. Ich kann sie nur anwählen. Okay, du kannst sie nur anwählen. Okay. Kannst du. Versuch mal das M. Bist du dir wirklich sicher? Nein. Es hat nichts gemacht. Ich habe die beiden mal wieder angewählt. Wir haben ja eine Errungenschaft bekommen. Das klang ja so, als hätte ich schon irgendwas bewegt. Vielleicht hat sich ja bei mir irgendwas verändert, seitdem ich das.
Also das M war es nicht. Ich könnte jetzt auch einfach stupide alle einmal ausprobieren. Was meinst du? Während du überlegst. Das wäre auch eine Idee, ja. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. So haben wir ihn noch nie erlebt. Vielleicht, wenn ich dir gleich sage, was dann das Richtige wäre. Ja, vielleicht würde es tatsächlich helfen. Ich meine, ich hätte alle ausprobiert und nichts hat funktioniert. Okay. Vielleicht ist das tatsächlich das Einzige, was man hier machen muss. Und bei mir hat sich jetzt was verändert. Ich guck mich mal um, ja? Alter, eine Tür ist aufgegangen. Ich hätte mich nur nach links drehen müssen. Meine sehr verehrten Herrschaften hier bei YouTube, das war's wieder mit einer interessanten Folge von Agassi Gaming. Wir spielen We Were Here und wie wir gerade bemerkt haben, haben wir das Rätsel gelöst und nicht bemerkt, oder ich habe es nicht bemerkt. Ja, wir haben das Spiel durchgespielt. Wir haben das Spiel quasi durchgespielt und ich habe dabei auf eine Wand geguckt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich mit euch auf die nächste Folge. Ciao, ciao.